Die Ramedetalbrücke in Lüdenscheid, die Habachtalbrücke in Aachen, die A42-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal. Wisst ihr, wie viele Brückenbauwerke an Autobahnen in Nordrhein-Westfalen marode sind? Es sind 873 und sie müssen in den nächsten Jahren saniert werden. Woran liegt es, dass sie marode sind? Nun, sie sind in den 1960er bis 1980er Jahren gebaut worden und sind einfach nicht auf die Verkehrslasten von heute, vor allem die vielen Lkw-Verkehre, ausgelegt. Und man hat sich über Jahrzehnte nicht genügend um den Erhalt dieser Brücken gekümmert. Muss eine Autobahnbrücke vor Ort gesperrt werden, dann ist das eine Katastrophe für die Menschen, für die Unternehmen und für die Kommunen. Durchgangsverkehre mit tausenden LKWs wälzen sich teilweise durch Wohngebiete mit entsprechendem Lärm und den Schadstoffen. Und deshalb ist eine Forderung von uns, dass die Autobahn GmbH Notfallpläne macht und sich auf solche möglichen Szenarien vorbereitet. Eine andere Forderung ist, dass es einfacher werden soll, Durchgangsverkehre zu vermeiden und gerade LKWs auf Umleitungsstrecken zu lenken. Und wie kriegt man jetzt nun das Problem der maroden Autobahnbrücken in den Griff? Da, wo das Land zuständig ist, bei den Landesstraßen und Bundesstraßen, da setzen wir die Prioritäten richtig. Wir haben die Mittel für den Erhalt an Straßen erhöht. Und unser Verkehrsminister Oliver Krischer hat lange Listen vorgelegt mit einem klaren Plan, wo welche Brücke an Landes- und Bundesstraßen saniert werden soll. Daran sollte sich Bundesverkehrsminister Wissing ein Beispiel nehmen. Er sollte Erhalt vor Neubau ganz klar priorisieren und endlich einen Plan vorlegen, wann welche Autobahnbrücke in Nordrhein-Westfalen saniert werden soll. Bund, Länder und Kommunen müssen auch gemeinsam dafür sorgen, dass weniger Pkw und Lkw auf unseren Straßen unterwegs sind, indem wir umweltfreundliche Mobilitätsalternativen fördern. Das ist gut für die Straßenbrücken, gut für den Staatshaushalt und für unser Klima.